das Hauptsegel! Bringt uns härter an den Wind. Die Insel der Zeit. Dort, wo der Sand erschaffen wurde. Der Ort, an dem der Maharadscha die Sanduhr gestohlen hat. Und wenn ich zur Insel gelangen könnte? Man sagt, der Maharadscha habe Portale gefunden, mit deren Hilfe man durch die Zeit reisen kann. Zurück durch die Zeit, zur Geburtsstätte des Sandes. Etwas Schreckliches geschah, als unsere Armee im Palast des Maharadschas weilte. Ihr fandet den Sand der Zeit. Schlimmer. Ich öffnete ihn. Wer auch immer den Sand befreit, muss sterben. Ich musste jene töten, die an meiner Seite standen. Auch ich sollte sterben. Doch nun werdet ihr von einer Bestie gejagt. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich Furcht. Ihr werdet sterben. Mit Hilfe des Sandes bin ich durch die Zeit gereist und habe verhindert, dass die Sanduhr geöffnet wird. Das Biest, der Dahaka, ist Wächter der Zeit. Er entfernt alles, was nicht in unseren Zeitstrang gehört. Also wird er euch eurem Schicksal überantworten. Alles ist besser, als hier auf den Tod zu warten. Torheiten, selbst wenn ihr die Insel erreicht, müsst ihr immer noch der Herrscherin der Zeit gegenübertreten. Ich reise in die Vergangenheit und verhindere, dass der Sand erschaffen wird. Ohne Sand muss der Dahaka mir nicht nach dem Leben trachten. Dann geht, mein Prinz. Aber wisset, es ist ein vergebliches Unterfangen. Ihr könnt dem Schicksal nicht entkommen. Niemand kann das. Himmel! Was für ein Zauber ist das? Ich war mein eigener Totengräber. So endet es also. Was im Buch der Zeit steht, kann nicht geändert werden. Nun gut, dann komm her.
In meinem Bestreben, den Sand der Zeit zu vernichten, war ich es, der ihn erschaffen hat. Wer diese Zeilen liest, soll vom Mut und Ruhm der Männer erfahren, die für den Maharaja kämpften und fielen. Wir suchten die Macht und die Stärke des Sandes. Unzählige fanden den Tod. Auch ich war darunter. Doch die Maske des Todes verschaffte mir die Macht, in der Zeit zurückzureisen und mein Schicksal zu ändern. Diese Inschrift verkündet das Unmögliche. Doch die Maske des Todes verschaffte mir die Macht, mein Schicksal zu ändern. Es gibt also noch Hoffnung. Du hattest deine Chance, mich zu kriegen. Eine weitere bekommst du nicht. Bringt sein Tagwerk. Ich habe nicht nur mich gerettet, sondern auch den Sand der Zeit vernichtet. Was? Was willst du? Das Amulett. Das letzte Relikt des Sandes der Zeit. Ist das möglich? Ich habe mein Schicksal geändert. Bald werde ich zu Hause sein.
Gemeinsam bauen wir dieses Schiff. Gemeinsam verlassen wir die Insel. Und gemeinsam kehren wir nach Babylon zurück. His son have defeated a mighty empire, inheriting an extravagant hourglass and a mysterious dagger that contain the mystical powers of the sands of time. Inside the hourglass is a marvel that no living man has seen. Only the dagger can unlock the sands of time, and it belongs to a greater one than I. But when the prince is tricked into releasing an ancient and evil curse... You have unleashed the sands of time. I can undo what you have done. Give me the dagger. He'll have to put his faith in a woman he has no reason to trust. My father's army sacked your palace, captured you as a slave. You have every reason to hate me. Now you want me to trust you. Go on! There's no time! Now, he must use his power to control time, to get the sands back. The power of revival. The power of delay. The power of restraint. The power of haste. The power of destiny. From Ubisoft Studios comes the epic tale of a prince searching for redemption and the kingdom he must save. Of Persia, the sands of time.
Yeah!